Aus den Sümpfen der damaligen AOL File Library fand ich ein kleines Tool, welches am 13. Dezember 1996 von einem gewissen Stay Kuba hochgeladen wurde. w95look.lzh. Darin befanden sich ca. 647 KB an Dateien, die Windows 3.1-Systemen einen Hauch von Windows 95 verpassten. Wer wollte als Windows 3.1-Nutzer nicht schon immer mal das praktische Startmenü von Windows 95 haben und damit den unübersichtlichen Programmmanager zu entrinnen? Die englische README des Programms sagt sogar, dass es auf einem 286er mit 1 MB RAM laufen soll. Also quasi perfekt für unseren 486er. Flott auf die Festplatte kopiert, wird die Taskleiste mit der Taskbar-Echse gestartet. Dann erscheint am unteren Bildschirmrand eine Leiste, die der Taskleiste von Windows 95 angelehnt sein soll, mit Startknopf, den offenen Programmen und der Uhrzeit. Aber was ist das für ein Knopf neben dem Start-Button? Der aktualisiert die Liste der offenen Programme, denn die Leiste benötigt etwas Zeit, um zu erkennen, wann ein Programm geöffnet oder geschlossen wird. Ruft man ein eben geschlossenes Fenster auf, weist das Programm darauf hin, die Taskleiste zu aktualisieren. Wer einen Eintrag in der Taskleiste auswählt, wird bemerken, dass diese verschwindet. Somit muss man mit Alt-Tab wieder auf das Programm wechseln, um die Taskleiste wieder sehen zu können. Dies lässt sich allerdings in den Optionen verhindern. Erwartungsgemäß klappt ein Startmenü auf, wenn man auf Start klickt, wenn auch mit völlig anderen Symbolen als beim Original. Das Tool liefert einige bekannte Helferlein mit, wie etwa den Ausführen-Dialog, um Programme flott ausführen zu können. Hat in diesem Test auch ganz gut geklappt. Ebenfalls dabei ist eine Suche, diese sieht allerdings halbfertig programmiert aus und verwirrt mit vielen Macken. So wird sich die vorige Suche gemerkt und manchmal findet er einige dennoch vorhandene Dateien gar nicht. Die Settings öffnet nicht die Systemsteuerung, sondern die Option für das Programm, welches hier fälschlicherweise Windows 95 Configuration genannt wird. Hier kann die Update-Zeit für die Programme in der Taskleiste festgestellt werden. Ebenfalls kann die Taskleiste dauerhaft sichtbar gemacht werden. Und wer mag, kann dunkle Icons für die Programme in der Taskleiste verwenden. Das File-Menü verbirgt ulkigerweise den obersten Eintrag. Hier kann zum Beispiel die Registrierung getätigt werden oder der About-Dialog abgerufen werden, um zu sehen, wer mehr Pausen bei der Programmierung eingelegt hat, als er sollte. Bei Documents sind einige Systemdateien hinterlegt, die sich im Test allerdings nicht abrufen ließen. Der oberste Eintrag wird einige Nutzer verunsichern, denn hier ist nichts hinterlegt. Der Nutzer darf alleine Einträge verrichten. Durch einen Klick auf die schrägen Striche lassen sich Einträge erstellen. Man sucht das entsprechende Programm, gibt diesen einen Namen und verpasst ihm ein Icon. Sollte man das Icon aus einer Exe verwenden wollen, stürzt das Programm ab. Der Eintrag Shutdown beendet nicht nur das Programm, sondern das gesamte Windows. Man wird direkt zu DOS geschmissen. Quasi bewirkt der Eintrag das gleiche wie das Schließen des Programmmanagers. Wer nur die Taskleiste beenden will, muss dies über den Taskmanager tun. Mit Steuerung Escape kann man auch ohne Windows-Taste das Startmenü öffnen. Dies ist in diesem Programm nicht möglich. Sind bei einer Auflösung von 46x480 Pixel mehr als 5 Programme geöffnet, wird die Taskleiste größer. Und ulkigerweise ist die Uhrzeit unten rechts nicht ganz synchron mit der eingestellten Uhrzeit. Fazit: Nette Idee, aber eher mau umgesetzt. Das Programm wirkt an vielen Stellen unvollständig und größtenteils unausgereift. Während einige Funktionen noch ganz nett sind, scheitert es eher am Großteil. Da kann der später entwickelte und zudem komplett kostenlose Chimera deutlich mehr. Oder man nutzt sich gleich Windows 95, denn da ist das Ganze standardmäßig dabei.